Seid ihr herzlich willkommen bei diesem Aufnahme-Tageshoroskop am 2. Mai 2020 nach indischen, aber auch nach westlichen Astrologie. Zwischen den beiden Systemen gibt es Unterschied. Ich erkläre beides und ihr könnt das vergleichen. Nach indischen Astrologie befindet sich Sonne immer noch im Widder und in unserem westlichen Astrologie in Tierkreiszeichen Stier. Sonne zeigt wichtigen Themen, Monatsthemen und wir sollten da hinschauen. Nach indischen Astrologie wäre das ein Neuanfang, auch Kraft und Mut zu zeigen, etwas Neues starten, was vielleicht noch unbekannt ist. In westlichen Astrologie handelt es sich um Werte, Wertschätzung, etwas Wertvolles im Besitz zu nehmen, um die Finanzen kümmern und das Leben genießen. Nach indischen Astrologie, aber nur in den indischen, kommt eine Annäherung zwischen Merkur und Sonne. Und das heißt, wir können mit einer Nachricht rechnen oder wir haben wichtigen Gesprächen und da klärt sich in den kommenden Tagen etwas auf. Wir haben heute eine interessante Verbindung zwischen Mond und Saturn. Nach indischen Astrologie ist das ganze Tag spürbar. Nach westlichen Astrologie wirkt es eher Nachmittag. Diese Verbindung heißt Quinkungsaspekt. Das nennt man auch Vielleicht-Aspekt. Man weiß nicht, was kommt. Als Beispiel, stellt euch vor, vor euch ist ein Pendel und jemand fragt, ihr sollt konkret sagen, in welche Richtung bewegt sich diese Pendel. Nach links oder rechts oder bleibt stehen. Wie könnt ihr diese Frage beantworten? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, das kann man nicht einschätzen. Und so fühlt sich der heutige Tag an, nach westlicher Astrologie eher dann Nachmittag. Bei Mondenergie handelt es sich um unsere Gefühle. Bei Saturn sind es Einschränkungen. Im politischen Ebenen, Mond symbolisiert das Volk. Und Saturn, das Grenzen, die Einschränkungen, was wir einhalten müssen. In welche Richtung oder was kommt, haben wir keine Ahnung. Und genau das drückt diese Verbindung aus. Mars und Venus bilden sich immer noch ein Trigon. Das ist nicht mehr exakt, aber immer noch in Orbis-Bereich und ist wirksam. Das ist schön und angenehm und wirkt auf unserem Liebesleben. Nach indischen Astrologie befindet sich Mond im Löwe im Mondhaus Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen und Regulus ist das Herz der Löwen, ein Herzensangelegenheit. Das ist wichtig, die Liebe, Partnerschaft und all das, was wir lieben. In indischen Astrologie gibt es auch die sogenannten Tithis und das ist die Entfernung zwischen Sonne und Mond nach einem Neumond oder nach einem Vollmond. Die heutige Tithi ist die 9. Tithi und das heißt, wir werden etwas zu Ende bringen und eine neue Periode beginnt,
Es ist noch vieles im Verborgenen. Es ist auch etwas Geheimnisvolles, wie wir das im heutigen Tag erleben. Und jetzt etwas über die Elemente. Nach indischer Astrologie befindet sich im Feuerelement Sonne, Mond und Merkur. Das sind die Handlungen, die Gespräche. Es ist Bewegung da und wir brauchen diese Feuer, Mut und Kraft, aber auch Begeisterung. Im Erdeelement befindet sich Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten, und Jupiter und Saturn. Das sind die Taten. Das entspricht die Realität. Das wirkt auf die Partnerschaft oder eine rechtliche Lage. Oft haben wir mit Gesetzen was zu tun. Bei Saturn kann auch Einschränkungen sein. Es fehlt die Luftelement und es fehlt die Wasserelement. Wir brauchen aber beides. Wir sollten eine gewisse Leichtigkeit verspüren, das zulassen, weil wir das brauchen. Unser Planet befindet sich im Luftelement und zeigt unsere Bedürfnisse. Im Wasserelement gibt es auch keinen Planet, das brauchen wir aber auch. Das symbolisiert unsere Gefühle. Und jetzt zum westlichen Astrologie. Dort befindet sich Mond im Feuerelement in Tierkreiszeichen Löwe, aber im Grenzbereich. Das heißt, Mond verlässt heute die Löwe und übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und ab Nachmittag wirkt dann dieser sogenannte Quinkungsaspekt zwischen Mond und Saturn, was ich schon erklärt habe. Da ändert sich die Energiefeld. Im Erdeelement befindet sich Sonne, später Mond auch, Jupiter und auch Saturn. Erdeelement zeigt, wie wichtig es ist, die Ruhe bewahren, geduldig zu sein und um die Finanzen kümmern. Das zeigen die beiden Lichter, Sonne und Mond, und die Handlungen, das steht im Merkur-Einfluss und Jupiter sorgt dafür, dass wir diese Chancenmöglichkeiten bekommen. Aber Jupiter kann auch die rechtliche Lage bedeuten. Oder wo bekommen wir unsere Rechte und was läuft ungerecht? Im Luftelement befindet sich Venus, Mars und Saturn. In die Liebepartnerschaft haben wir die Leichtigkeit, das ist Mars- und Venus-Energie, wobei Saturn kann auch das einschränken. Im Wasserelement befindet sich unser Planet Erde, zeigt unseren Bedürfnisse, Gefühlen zeigen und auch annehmen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal, eure Dendera.